Herr Präsident, Professor Löwer, Herr Sekretär, Professor Lühn, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine kurze Vorbemerkung. In der Förderpraxis unserer Kunststiftung in Nordrhein-Westfalen hat sich in den letzten Jahren zunehmend gezeigt, vor allem performative Projekte in Musik, Tanz, Theater oder visueller Kunst sind oft nicht voneinander zu trennen, zu unterscheiden. Keinem der traditionellen sogenannten Fachbereiche der Kunstförderung zuzurechnen. Hier ist interdisziplinäres bzw. transdisziplinäres Arbeiten längst üblich. Und deshalb werde ich auch in meinen folgenden Ausführungen keine Unterscheidung zwischen den klassischen Disziplinen vornehmen, sondern vielmehr von Kunst und Künstlerinnen oder von Künstlern als alle Sparten umfassende Begriff verwenden. In meinem Arbeitszimmer in der Kunststiftung, meine Damen und Herren, hängt ein sechsteiliges Plakat, das im Januar 2015 überall im Stadtraum von Mönchengladbach auf den großen Plakatwänden, auf den Billboards zu sehen war. Nichts ist, wo es mal war, liest man entlang eines aus den Fugen geratenen Bildes. Die in Berlin lebende Künstlerin Natascha Sader-Hagigian fertigte diese Arbeit für das Jubiläumsprojekt 25-25-25, das die Kunststiftung im Jahre 2015 veranstaltete, im Jahre ihres 25. Jubiläums. Hagigian hatte das Bild einer Stadtansicht von Mönchengladbach aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunächst zerteilt und anschließend die Fragmente in willkürlicher Reihung erneut aneinandergefügt und mit einer Schriftebene überblendet. Nichts ist, wo es mal war. Das Werk der Künstlerin war aber nicht nur im Außenraum, in der Stadt in Mönchengladbach zu sehen, sondern es bezog auch das Städtische Museum Abteiberg. Frau Titz ist hier und erinnert sich daran mit ein, indem es dort die einzelnen Plakatbögen den Besucherinnen und Besuchern zur Mitnahme anbot. Spätestens seit der zunehmenden Digitalisierung unserer Lebenswelt, meine Damen und Herren, einer inzwischen fast überall zugänglichen virtuellen Welt im Internet und den fließenden Übergängen, Überlagerungen und Parallelen zwischen real und virtuell ist deutlich geworden, dass die Auffassung von Raum als einem Behältnis, in dem sich Menschen bewegen, unzureichend ist. Der Paradigmenwechsel von einer homogenen und geschlossenen Vorstellung hin zu einem offenen und heterogenen Raumverständnis, so wie es beispielsweise die Arbeit von Natascha Sader-Hagigian in Mönchengladbach vor Augen führt, wird von der Kulturwissenschaft mit dem Begriff des Spatial Turn bezeichnet. In diesem Sinne existieren weder Innen- noch Außenräume, sondern lediglich Überlagerungen verschiedener Raumkonstellationen. Wo treffen nun Kunst und ihre Förderer, Sponsoren oder Mäzene aufeinander, wenn die Räume gesprengt werden, die Einheit zerstört wird und das, was wir einmal als ein Hier bezeichneten, immer schon auch ein Dort darüber hinausgehend mitdenkt? Was meint deshalb auch diese Tagung, wenn sie, ich zitiere, über das sich wandelnde Verhältnis von öffentlichen Räumen spricht und wo im echten wie im übertragenen Sinne agiert dann vor diesen sich wandelnden Realitäten die Kunstförderung? Dazu will ich hier heute drei Aspekte beleuchten. Erstens, die Kunst im öffentlichen Raum wird zur Kunst im realen Außenraum. Bis heute wird darüber gestritten, was man unter dem Begriff des öffentlichen Raumes zu verstehen hat. Wir haben es eben schon gehört. Die städtische Parkanlage, das Bahnhofsgebäude,
ein kommunales Museum oder eine große Einkaufsmeile, wie zum Beispiel die Zeil in Frankfurt oder die Kö in Düsseldorf? Darf man auch die kommerziellen Einkaufszentren oder die Shopping-Malls auf der grünen Wiese dazu zählen? Einerseits würden wohl die meisten Menschen dem sicherlich spontan zustimmen, dass man das tun sollte. Denn in den Konsumtempeln verbringen viele ihre Freizeit. Und eine Kunstauktion hier kann eine große öffentliche Wirkung generieren. Andererseits gehören die Einkaufszentren, und Professor Löwe hat vorhin eingangs darauf hingewiesen, privaten Investoren in der Regel und unterliegen dadurch anderen juristischen Regularien als etwa die öffentliche Straße oder das städtische Hallenbad. Während die Stadtplaner, Soziologen, Kulturwissenschaftler und Geografen über eine genaue Definition von öffentlichem Raum streiten, hat sich die Kunstwissenschaft einen Trick einfallen lassen. Anstatt von Kunst im öffentlichen Raum spricht man heute in der Kunstwissenschaft von Kunst im Außenraum. Als beispielhaft für eine sehr frühe und qualitativ anspruchsvolle Sammlung moderner Plastik im Außenraum kann hier Marl, die Stadt der Skulptur, genannt werden. Der Name dieser Stadt fiel eben schon einmal im Zusammenhang mit dem, was in diesem Jahr in Münster wieder stattfinden wird und eben auch in Marl. Die Stadt Marl, meine Damen und Herren, kaufte bereits Anfang der 60er Jahre Skulpturen für den Außenraum an. Ein eigenes Museum hatten sie nicht, es fehlte gänzlich. Und die Stadt verfügte damals noch nicht einmal über ein repräsentatives Rathaus oder etwa eine Stadtmitte oder das, was man als solches empfinden konnte. Das änderte sich dann erst in den folgenden Jahren mit einem ambitionierten Rathausbau, der 1967 eingeweiht wurde. Die Ausstellung Marl 70, Stadt und Skulptur, fügte den Kreiler Platz, wie es dort heißt, 1970 in die Neugestaltung einer Stadtmitte ein. Auf Einladung des Marler Kulturamtes konzipierte Peter Leo, damals Direktor des Städtischen Museums in Bochum, die Präsentation. In einem Zeitungsartikel nannte er Argumente für die Ausstellung im Außenraum und damit für eine öffentliche Förderung, die, ich zitiere, mögliche Dimension für zukünftige Cityplanung, nämlich Großplastiken in eine Gesamtform zu integrieren, um neben der natürlichen Funktion einer Einkaufsstraße zum Beispiel auch Zonen der Kommunikation und der Meditation zu schaffen. Hier wird die soziologisch wichtige und notwendige Aufgabe der Kunst deutlich, in der zunehmend mechanisierten und schablonisierten Konsumgesellschaft bewusstseinserweiternd und verändernd einzugreifen. Soweit das Zitat von Leo. Marl ist gerade auch hier in unserem Land ein signifikantes Beispiel für die Kunst im öffentlichen urbanen Außenraum. Zahlreiche andere Projekte aus dem Bereich des Theaters und des Tanzes, die auch von der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen zum Beispiel in den vergangenen 27 Jahren gefördert wurden, lassen sich in diesen Horizont einrücken. Jüngst zum Beispiel das von der amerikanischen Künstlerin Anne Holprin inspirierte City Dances, in dem Stefanie Thirsch ganz Köln im übertragenen Sinne das Tanzen beibrachte, oder das von Rimini-Protokoll verantwortete Truck Tracks Ruhr, in dem Orte und Unorte des Ruhrgebietes durch Erzählungen anonym bleibender Menschen belebt und damit Stadtraum und Stadtgesellschaft neu erfahrbar werden. Die Besucherinnen und Besucher bewegten sich übrigens mit einem eigens umgebauten LKW von Ort zu Ort, von Spielstätte zu Spielstätte sozusagen. Die Musik zum Beispiel, meine Damen und Herren, die man in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen darf, so lehrt uns auch die Erfahrung unserer Förderpraxis in der Kunststiftung, lenkt ihren Blick hingegen eher weg vom urbanen hin zum ruralen Außenraum.
zum Naturraum. Der Naturraum, und das mag mit der wechselseitigen Begründung von Klang und Natur zusammenhängen, ist für die Musik von besonderem Interesse. So transformierten, das ist schon leider Geschichte, der norwegische Trompeter Nils Petter Molvær, der Videokünstler und Lichtdesigner Pekka Stokke und der Sounddesigner Jørgen Larsen im Jahr 2014 auch mit finanzieller Unterstützung der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen in ihrer Arbeit mit dem Titel Lucid Dreams den nächtlichen Wald von Schloss Benrath in einen Ort des Traums und des Albtraums. Dieses nachtdunkle und zugleich taghelle Klang- und Lichtwerk, diese Installation, die vom Publikum durchschritten bzw. erwandert werden konnte, setzte eine signifikant andere Relation zwischen Kunst und Rezeption. Rhythmus, Geschwindigkeit und Verweildauer blieben den Besucherinnen und Besuchern überlassen. Nähe und Ferne zur Kunst waren selbst gewählt. Ob in der Gruppe erfahren oder in der Vereinzelung, der Modus der Rezeption war nicht vorgegeben, nicht gesetzt, sondern zutiefst, man könnte sagen, demokratisch. Zweiter Aspekt. Kunst im öffentlichen Raum wird zur Kunst ohne Werk. Seit den 1990er Jahren greift die zeitgenössische Kunst verstärkt auf das Konzept der sogenannten Partizipation zurück, das in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Rahmen von Happenings und Fluxus bereits entwickelt worden war. Viele Künstlerinnen und Künstler verzichteten auf ein materielles Werk. Sie konzentrierten sich in ihrem Schaffen auf die Initiierung von Produktions- und Austauschprozessen, so wie zum Beispiel Cathy Sheehan und Christoph Schäfer mit ihrem Projekt Park Fiction, das 1996 in Hamburg begann. Als die Bebauung einer Brach- und Grünfläche bevorstand, hatten sich Anwohner und Künstler zusammengeschlossen, um eine zu dichte Bebauung zu verhindern und den Erhalt von Freifläche in ihrem Viertel durchzusetzen. Nach Protesten und kontroversen Diskussionen in Zeitung und Radio beauftragte die Kulturbehörde in Hamburg die Künstler Schäfer und Sheehan mit der Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes. Die Künstler befragten zunächst die Anwohnerinnen und Anwohner selbst nach ihren Wünschen, aufgrund derer anschließend auf dem Gelände dann ein Park entstand, der sich aus der sogenannten kollektiven Wunschproduktion, wie man sagen könnte, dann speiste. Wer die Diskussion hier in Düsseldorf verfolgen kann, wie ich das als hier Ansässiger tun kann, wird sehen, dass gerade auch im Umfeld des Bahnhofes hier, des Hauptbahnhofes Düsseldorf, ein ähnliches Projekt im Entstehen ist. Mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung erregt die immaterielle Kunst nun auch bei privaten Kunstförderern ein stärkeres Interesse. Ein Grund dafür führte die Sammlerin, Mäzenin und Aktivistin Francesca von Habsburg in einem Gespräch mit Werner Bloch im September 2016 an. Ich zitiere sie: Ich habe einen unbändigen Glauben an die Kunst, aber der Kunstmarkt interessiert mich nicht mehr. Er ist oberflächlich, vollkommen überdreht und krank. Das sagt sie ja nicht als Einzige, da gibt es ja auch wichtige Künstler aus Nordrhein-Westfalen, die so etwas sagen. Der Kunstmarkt, so immer noch von Habsburg, ist ganz mit sich selbst beschäftigt. Dabei kommt es jetzt darauf an, etwas zu tun. Soweit das Zitat. Konsequenterweise kaufte diese Sammlerin weniger Kunstwerke in Galerien oder auf Messen, sondern sie lädt auch heute noch Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit Wissenschaftlern und Kuratoren zu den interdisziplinären Fellowship-Programmen ein, das sie The Current genannt hat. Ansinnen des Kunst- und Aktion verbindenden Programms ist es, ökologische Herausforderungen zu erkennen, zu kommunizieren, zu problematisieren und darauf zu reagieren. Doch ganz so unumstritten und moralisch integer stellt sich das Investment in die Kunst bei genauerer Betrachtung dann doch nicht dar. Unter dem Titel
Die neue Auftragskunst Ende der Autonomie widmet die deutsche Kunstzeitschrift Kunstforum International der Projektkunst eine ganze Ausgabe. Seit Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft von 1790 ist die Zweckfreiheit von Ästhetik eine bindende und notwendige Voraussetzung für das Verständnis von Kunst. Kant zufolge ist nur das freie Genie dank Begabung und Originalität in der Lage, Schönheit hervorzubringen. Kunst entsteht aus einer subjektiven Freiheit, die dank Urteilskraft und Geschmack vieler zu einer subjektiven Allgemeinheit findet. Kann eine Kunst ohne Werk diesem Verständnis von ästhetischer Reflexion überhaupt entsprechen? Besteht nicht gerade seitens des Kunstförderers zum Beispiel, des Mäzens und Kunstliebhabers, die Aufgabe darin, der Künstlerin bzw. dem Künstler die Freiheit zu ermöglichen, aus der heraus sie oder er schöpferisch tätig werden kann? Bedeutet Beauftragung von Kunst auch im Rahmen eines Thinktanks oder wie auch immer nicht von vornherein ihre Voraussetzung außer Kraft zu setzen? Und schließlich kann doch insbesondere der freie Auktionsmarkt, auf dem ein Kunstwerk veräußert wird, für den Künstler eine große Autonomie bedeuten. Dient die neue Kunst, das heißt dienen insbesondere die partizipatorischen und performativen Kunstprojekte im Außenraum, interdisziplinäre Projekte von bildender und darstellender Kunst also, als Auftragskunst zur moralischen Legitimation von privater und öffentlicher Förderung? Fragen über Fragen. Ein dritter Aspekt. Kunst im öffentlichen Raum agiert im offenen Handlungsfeld. Die Kunst in den Parkanlagen, zwischen den Straßen, auf den Plätzen der Städte und Dörfer, aber auch in freier Natur, bietet sich allen Passanten, Einwohnern und Besuchern gleichermaßen an. Hier muss niemand die Schwellenangst fördern, die man zum Beispiel dem Museum als Institution häufig vorwirft. Vielmehr ermöglicht das mitunter unvorhergesehene Zusammentreffen von Kunst und Publikum im Außenraum die Möglichkeit zu einer ästhetischen Auseinandersetzung. Kunst im öffentlichen Raum will oder soll alle Menschen gleichermaßen ansprechen und sich in der Idealvorstellung nicht an ein ausgesuchtes Publikum richten. Mit diesem Anspruch realisierte die Kölner Formation Angie Hiesel und Roland Kaiser 2014 hier in Düsseldorf auf dem Düsseldorfer Johannes-Rau-Platz das Installations- und Performanceprojekt Aquamarin 40213. Die ortsspezifische Arbeit verwandelte diesen Platz, der ein städtebaulicher Unort ohne jede urbane Qualität ist, so wage ich mal zu sagen, in einen Platz der Kommunikation. Die einfache Frage, welche Rolle das Element Wasser in unserer urbanen Alltagskultur spielt, wurde teils spielerisch, teils satirisch, teils kritisch beleuchtet. Ob Fußgänger oder Radfahrer, Spaziergänger vom Rheinufer, Anwohner oder Mitarbeiter der umliegenden Firmen und Verwaltungen, wer neugierig war, konnte sich die Performance anschauen und darüber ins Gespräch kommen. Wen es nicht interessierte, der ging einfach weiter. Hiesel und Kaiser deuteten den öffentlichen Raum um. Ihre temporäre Intervention war ein offenes Angebot, den Stadtraum kommunikativ neu zu deuten. Stadtraum weist längst keine geschlossene Struktur mehr auf. Ein Stadtraum ist durchzogen von parallel existierenden und kommunizierenden Gemeinschaften, die sich durchdringen, austauschen, befähden oder auch versöhnen. Caroline Höfler, Designtheoretikerin und Professorin an der Technischen Hochschule in Köln, präzisiert dies wie folgt, ich zitiere sie. Jeder Bewohner, der Lebenserfahrungen mit einem Ort sammelt und spezifische Kenntnisse über lokale Milieus erwirbt, ist ein Experte. Er wird zum Spezialisten für seinen Umraum, den er sich zu eigen macht. Das ist eine Art
von selbstbestimmtem Urbanismus, der bisherige Hierarchien außer Kraft setzt. Zitat Ende. Sie nennt zum Beispiel die Eichbaumoper als erfolgreiches Beispiel für ein solches partizipatives Projekt, das zwischen Architektur, Design, Kunst und Theater changiert, um einen problematischen öffentlichen Platz in Zusammenarbeit mit den Anwohnern zu transformieren. Die Kunststiftung Nordrhein-Westfalen förderte dieses Projekt am U-Bahnhof Eichbaum in Mülheim an der Ruhr im Jahre 2009, ebenso wie 2 bis 3 Straßen von Jochen Gerz, ein Projekt im Rahmen der Kulturhauptstadtjahres. Als Antwort auf die schrumpfenden Städte lud Gerz im Rahmen der Kulturhauptstadt in Essen 78 Teilnehmer aus 8 Ländern ein Jahr lang mietfrei in Dortmund, Duisburg oder Mülheim an der Ruhr zu wohnen. Die wenigsten Beteiligten kamen aus einem künstlerischen Umfeld und es stand ihnen frei, sich eine Beschäftigung zu suchen. Es galt, nur eine Aufgabe zu erledigen, nämlich Texte zu schreiben, die zunächst in ein digitales Archiv einflossen und schließlich in einer gleichnamigen Publikation versammelt wurden. Jochen Gerz erklärt in einem Gespräch mit Frank Radatz, wie sich sein künstlerisches Konzept zu Fragen um die gesellschaftliche Relevanz oder Instrumentalisierung von Kunst verhält. Ich zitiere Jochen Gerz. Etwas ist in der Kunst entstanden und wirkt im Leben weiter. In der Kunst geht es wie beim Theater darum, dem Leben unsere Referenz zu erweisen. Heute verschwindet die Kunst in der Gesellschaft. Das ist keine Aussage für oder gegen sie oder für oder gegen die Gesellschaft. Mich interessiert nur, was den Selbstwert jedes Menschen nutzt. Darin besteht die Solidarität der Kunst mit jedem Menschen. Und die führt schließlich zu einer unglaublichen Mannigfaltigkeit des Ausdrucks in einer Demokratie. In einer Demokratie, wie es sie heute noch nicht gibt. Soweit Jochen Gerz. Meine Damen und Herren, ganz zum Schluss, anstatt eines Resümees: Nichts ist, wo es mal war. Raum und Zeit haben sich aufgelöst und damit auch einfache Regeln außer Kraft gesetzt. Diese Aussage trifft ebenso auf die Kunstforderung zu und es erscheint nicht angebracht, einfache Lösungen oder schlichte Konzepte auf komplexe Fragen und Ausgangsbedingungen anzubieten. Eine Förderung von Kunst, die sich nicht aus einer privaten Laune heraus generiert, muss sich Maßstäbe des Handelns selber erarbeiten. Wir, die Kunststiftung, reflektieren das eigene Tun deshalb ständig, kritisch. Der erste Gedanke einer möglichen Förderung gilt dem künstlerischen Impuls. Wir scheuen uns nicht, von der Kunst aus zu denken, Komplexität zu berücksichtigen, Überlagerungen und Überschneidungen einzubeziehen. Es gilt, sich auf die Besonderheit des einzelnen Kunstwerkes zu konzentrieren, unabhängig davon, ob die Kunst im Innen- oder im Außenraum stattfindet, ob sie ein materielles Projekt oder Objekt darstellt oder performativ geschieht. Kunst verdient das jeweilige Einzelurteil und wehrt sich gegen pauschale Beurteilung. In diesem Sinne, zurück an den Anfang, ist es, wo mal nichts war. Ich danke Ihnen.